Donnerstag vor Pfingsten, irgendwo in Franken. Das ist Bernhard. Bernhard will mit seiner Familie auf die Erlanger Bergkirchweih gehen. Die Strümpfe sind gestrafft, das Kleid seiner Frau sitzt so naja und auch der kleine Max ist glücklich mit seinem neuen Hut. In der Bahn nach Erlangen will Max wissen, was ihn gleich erwartet. Papa, sag mal, was ist eigentlich der Berg? Der Berg, mein Junge, ist ein riesiges Volksfest. Schon seit fast 260 Jahren. Früher haben die Brauer ihre Bierfässer in diesem Berg gelagert, weil es da so kühl war. Heute gibt's auf genau diesem Berg jedes Jahr eine Kirchweih. Mit vielen Karussells, Spielbuden, Zuckerwatte und sogar einem Riesenrad. Vom Bahnhof geht's mit dem Bus direkt zum Berg. Als erstes bestellt Bernhard einen Backfisch und dazu das gute Erlanger Bier. Endlich! Auf diesen Moment hat er ein ganzes Jahr lang gewartet. Ach, Bernhard! Mit Langosch und Brezen bewaffnet geht Bernhard mit Max ins Riesenrad. Was Max aber nicht weiß, sein Vater hat Höhenangst. Wie jedes Jahr eröffnet der Erlanger Oberbürgermeister um Punkt 5 die Bergkirchweih. Das erste Fass ist immer kostenlos. Auch Bernhard steht im Gedränge und wartet geduldig auf sein Bier. Zurück am Tisch fragt Max: Papa, wann krieg ich eigentlich Bergferien? Bergferien, mein Junge, hatten früher nur Erlanger Studenten. Heute hat jeder Erlanger nur noch einen halben Tag frei. Den Bergdienstag. Aber da macht eh jeder blau. Und ich bin's jetzt schon. Ach, Bernhard! Wenig später bringt der Bus sie zurück zum Bahnhof. Auf dem Heimweg wird Bernhard nachdenklich. Ja, der Berg. Es ist schon das schönste Volksfest in Franken. Übrigens, wie Sie zum Berg und wieder nach Hause kommen, finden Sie unter vgn.de/bergkirchweih.